Servus die Malum und grüß euch die Buben. Ja Freunde, ihr habt jetzt schon seit 14 Tagen nichts mehr gesehen von mir. Das liegt daran, da ich einen Todesfall in der Familie hatte. Ja, so bitter es klingt, aber das Leben geht weiter. Und ich habe mich heute spontan dazu aufgerafft. Wie man an dem Gepäck sieht, ich mache heute einen Overnighter. Und das Ganze bei mir im Lager, ich will nicht so weit weg. Falls daheim Probleme sind, dass ich sofort daheim bin. Oh, in dem Sinn, ihr seid sicher dabei. Also schauen wir, es wird sicher gemütlich. Gehen wir. Auf alle Fälle zwei Rehe, die bellen fest. Super. Ja, es war jetzt hier. Mir keine 50 Meter entfernt, dürfte mich aber gerochen haben und ist jetzt natürlich abgehauen. Ja, weiter geht's ins Lager. Auf alle Fälle noch alles, wie es war, vorgefunden. Sehr gut. Ja, ich werde als allererstes einmal ablegen, baue mal alles auf. Wir haben jetzt kurz vor 6:45, in einer Stunde ist die Sonne weg. Ja, ich baue mal alles schnell auf und dann schalte ich euch gleich wieder dazu. Und in der Zwischenzeit steht mein Setup. Ich habe wieder mein British Shelter Sheet dabei. Ich erwarte auch keinen Regen. Natürlich die Expats sind matt. Und diesmal habe ich eine Wolldecke dabei. Ich habe noch einen Sommerschlafsack in Reserve. Mal schauen. Sollte so an die 8 bis 10 Grad werden, also erträglich. Ja, ich werde jetzt noch etwas Holz sammeln. Ich habe meinen Hobo dabei. Da will ich mir noch was Leckeres machen heute. Da warte ich aber noch, bis die Sonne komplett untergegangen ist. Aber Holz sammeln werde ich schon mal. Ich habe mich jetzt doch für ein Lagerfeuerchen entschieden und nicht im Hobo. Ich werde jetzt noch ein bisschen warten und dann werden wir es anzünden. Es ist kurz vor 8. Ja, wird gleich finster werden. Was habe ich heute dabei? Und zwar habe ich mir schon ein paar Kartoffeln vorgeschnitten. Die kommen dann am Rost drauf. Und heute gibt es einmal leckere Chivapchichi. Naja, ich denke, es ist Zeit. Der Hunger ist auch da. Und daher mal entfachen. Ja, wie gesagt, ich habe hier ein paar Chivapchichi, leckere, und Kartoffeln schon vorgeschnitten. Ja, ich will das Feuer auch gar nicht zu groß halten. Ich lasse das jetzt runterbrennen und habe hier ein Überraschungsei mit. Und zwar habe ich mir ein bisschen Grillkohle mitgenommen und die werden wir dann da drauflegen, dass wir bessere Glut haben. Schmeißen wir da mal drauf. Ich habe auch nur 5 Stück mitgenommen. Circa 50 Meter von mir entfernt. Ja, schön langsam haben wir eine sehr schöne Glut. Und jetzt wird es auch gleich losgehen. Ja, jetzt werden wir die mal auflegen. Herrlich. Der Duft gigantisch. Ja, ich würde sagen, die erste Runde geht einmal los. Ja, und das schaut einmal extrem lecker aus. Das schaut extrem lecker aus. Ja, Freunde, in dem Sinn einmal Mahlzeit. Mmh.
Vom Feinsten. Optimal gewürzt. Wir haben jetzt 8:30. Perfekt fürs Abendessen. Ja. Schön durch. Ja, eigentlich genau das Richtige für meinen ersten Overnighter. Und bevor mir da meine Chivapchichi noch verbrennen, werde ich jetzt einmal schnell essen und dann melde ich mich wieder. Ja, mit dem Wetter habe ich ja wirklich extremes Glück. Wir haben jetzt 8:45. Wir haben immer noch 17 Grad. Also immer noch mit kurzärmlichen T-Shirt. Ja, es ist jetzt schon ziemlich finster, wie man sehen kann. Ja, ohne Beleuchtung geht jetzt eigentlich nichts mehr. Ja, ich habe jetzt auch gut gespeist, haben wir natürlich gemundet. Und um die Zeit brauche ich natürlich noch ein Käfchen. Und ich habe eigentlich noch Glut. Und da werden wir sich gleich einmal ein Wasser wärmen. Ja, Wasser wird gleich soweit sein. Gitter habe ich weggegeben. Ich habe jetzt eigentlich den Topf gleich auf die Holzkohlen gestellt. Passt. Und hinein damit. Jawohl. Gewaltige Klänge wieder. Ja, Freunde, es ist so wieder mal soweit. Mein Käfchen ist fertig. Und mein allseits bekannter Gruß an meine ganzen Krankensesseln. Und natürlich auch an die meine gesunden Prostfreunde. Ja. Temperaturen sind auch noch optimal, also ja, wie im Hochsommer. Jetzt ist es kurz nach 21 Uhr. Bin immer noch kurzärmlich hier. Vor einer Woche haben wir uns noch den Hintersten abgefroren. Sternenklare Nacht. Echt super. Schön. Ja, werde die Kamera jetzt ein bisschen abschalten. Werden wir es ein bisschen gemütlich machen und schauen, ob ich von den Sternen noch was sehe. Ein bisschen die Augen dran gewöhnen an die Dunkelheit. Ja, bis später dann. Ja, damit es nicht zu fad wird, schauen wir halt ein bisschen. Und wenn ihr verhindern YouTube. Wollt, dass sich halt auf der Außenhülle Wassersäcke bilden, dann müsst ihr raus und das Zelt nachspannen. Das soll beim Robens Raptor nicht so sein. Das besteht aus einem Polyestergewebe. Ja, Freunde, es ist jetzt kurz vor 10. Ich habe mir ein paar Videos angeschaut und die Jacke habe ich mir auch übergezogen. Es ist nun doch etwas kühler geworden. Na klar, beim Sitzen ist es natürlich was anderes und ich werde mich jetzt schon langsam in die Falle hauen. Ja, Freunde, ich liege jetzt in der Falle. Die Decke wärmt jetzt schon ganz schön. Ich denke, ich werde mit der Wolldecke durchkommen. Ja, es ist jetzt 10:45. Und ja, man kann es einfach einmal gute Nacht sagen und man sieht sich dann morgen in der Früh, in den Sinn. Gute Nacht, Freunde. Morgen, Leute. Ist ein Reh in der Nähe, das bellt gerade und weckt mich auf. Wir haben jetzt 6 Uhr. Und es wird auch schon hell. Hm, bellt immer noch. Jo, die Nacht war angenehm. Nur die Decke allein war zu wenig. Ich habe dann noch meinen Sommerschlafsack um 3 Uhr in der Früh genommen und dann war es kuschelig warm. Ja. Jo, auf. So, ein bisschen den Schlafsack auslüften. Die Decke hängt schon da drüben.
Ja, und ich denke, jetzt gibt es einmal ein Frühstück. Ja, meine Expert hat mir auch wieder gute Dienste geleistet. Sehr gut isoliert. So, lassen wir einmal aus. Und auch der Schutzüberzug, der hat sich schon bewährt mit Durchstechschutz. Und heute die gute Automatte in Verwendung, also die hat ein perfektes Maß, da bin ich urzufrieden damit. Ja, Freunde, natürlich wieder meine Flammschutzmatte dabei. Die ist jetzt bei diesen Temperaturen fast unerlässlich und ein sehr guter Schutz auch. Ich zeige euch das einmal. Ich werde das mal ein bisschen trinken mit Spiritus. Und wie man sehen kann, das Teil brennt und der Matte passiert eigentlich gar nichts. Klar, wenn die natürlich vollgesogen ist, wird sie unten auch brennen, aber besser als gar nichts. Und mein kleiner Dux geht wieder los wie ein großer. Ja, was gibt's heute zum Frühstück? Es gibt Speck, der wird angebrutzelt und dann kommen auch zwei Eier dazu. Und jetzt einmal den Speck drauf. Ein bisschen anrösten das Ganze. Da kommen noch zwei Eierchen drüber. Dann schaut das schon anders aus. So, jetzt noch meine zwei Eier. Und so kann dann der Tag einmal beginnen. Herrlich, oder? Ja, Freunde, Lieblingsgetränk ist auch fertig. Und noch einmal an dieser Stelle einen wunderschönen guten Morgen an alle. Natürlich mein Speck mit Ei. Absolut göttlich. Ja, kann ich eigentlich sagen, war ein toller erster Overnighter 2018. In meinem Lager. Wetter super. Hätte nicht schöner sein können. Auch einmal beißen. Ja, ich esse jetzt einmal in Ruhe fertig, trinke mein Käffchen und dann schalte ich mich wieder dazu. So, nicht alles gesäubert. Nun werden wir den Kleinen einmal schultern. Der ist ja diesmal ein bisschen schwerer. So an die 20 Kilo. Aber damit man sieht, dass das auch mit dem geht, einfach mit Schwung, ruck. Drauf ist er. Alles klar, abmarschbereit. Den Sinn, war ein schöner Overnighter. Optimales Fazit für das erste 2018 und ich hoffe, das geht so weiter. So, jetzt gehen wir mal heim. Ja, wir haben jetzt 7:30 und ich hoffe, das wird noch ein schönes Tagerl werden. Ja, Freunde, ich bin gleich wieder hier unten angekommen. Jo, warm. Ich sage wieder danke für euer treues Dabeisein.
Ich hoffe, der Overnighter hat euch etwas gefallen. Ich habe diesmal nicht so viel gefilmt, eher kurz gehalten. Habe das eher mehr genossen für mich diesmal. Ja, beim nächsten Mal dann wieder mehr. In dem Sinne, Servus die Malen und pfiat euch die Burm.